Jo Leute, willkommen zurück zum Flashcheck bzw. zu einem weiteren Weihnachts-Flash-Game. Wir spielen Flight und was es damit auf sich hat, wir schauen es uns einfach mal an. Link zum Game wie immer unten in der Videobeschreibung zu finden. Wir nehmen einmal Slot 1 und schauen es uns einmal an. Oh. Oh, die kriegt ein Geschenk von ihrer Mama. Und die kriegt nichts. Die ist voll traurig. Dear Santa, I want to see my mommy this Christmas. Love, Sandy. So. Das ist unsere Aufgabe. Wir müssen den Brief von Sandy zum Weihnachtsmann schaffen. Okay. Wish upon a star. Collecting stars will give you cash. You can use it to buy upgrades later. Okay. Ist das ein DASD-Ding? Cranes will give you a bonus multiplier to all the cash you collected for a couple of seconds. Okay. Scheinbar lenke ich den wirklich. Ich meine, ich habe den mal das Spiel schon mal gespielt. Also jetzt nicht als Gameplay, aber ich meine, ich habe das schon mal privat gespielt. Customers? Wie cool. Daran kann ich mich jetzt nicht erinnern. Nehmen wir das, das sieht cool aus. Und das. Das sieht so ein bisschen nach Altpapier aus. Your plane becomes lighter and falls slower. The plane for longer retains its aerodynamisch sind wir dann. Und auf geht's. Ne, wir können da nichts machen, so wie das aussieht. So wie das aussieht, kann ich noch nichts machen. You are able to control your plane at the cost of fuel. Higher levels give you better. Ah, okay. Aber ich kann die auch noch. Ah, okay. Okay, okay, okay. Erstmal möchte ich das aber machen. Das war vielleicht ein bisschen zu hoch. Ja, das war blöd. Das war blöd von mir. Ne, komm, wir machen erstmal das hier. Ich habe schon gesehen. Okay. You can control your plane with the arrow keys or A and D. Warning, go faster. Okay. Nein! Von London aus zum Nordpol sind das noch so ein, zwei Meterchen. Ich habe den gerade so ein bisschen steil geworfen. Na komm. Ah. Komm, noch eine. Schade. Da hätten wir noch ein bisschen weiter fliegen müssen. Aber hey, wir sind schon mal ein bisschen weiter. So, normal stars have an additional tuple. It's a gold star, okay. Hold the spell. Okay, your plane resists negative wind effects and gain greater boost from windmills. Okay. Ich hätte aber gerne erst das Ding. Dann kann ich das Ding schon mal weiter. Und dann kann ich den Flieger schon mal weiter werfen. Und. Ah, da war eine Windmühle. Das ist aber blöd gelaufen jetzt.
Ich glaube nicht, dass das mit 1000 Metern dann schon vorbei ist. Ich glaube, dann sind wir gerade so aus London raus. Es waren noch 1000 Meter, oder? Ja, da oben. Also 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Ich werde erstmal alles einmal kaufen. Und, oh, das hat. Ich glaube, das hat aber sehr viel gebracht sogar. Ich glaube, das hat sogar echt viel gebracht. Haha. Shit, da hätte ich eigentlich höher runter gemusst. Nee. Submit Call. The Score. Nein. Das war aber eine gute Runde. Muss man echt sagen. Ein besseres Modell. Starstruck? Was ist denn Starstruck? Alles wird einem erklärt, nur Starstruck jetzt nicht. Und Wind Up. Hab schon. Ach, weg. Wäre ich ein bisschen safer geflogen, wäre ich da sogar weitergekommen. Naja, gut. Passiert. Ups, das war blöd. Das war ein bisschen blöd. Und da hätte ich drauf gemusst. Das hier hätte ich gerne als nächstes, damit ich mal so langsam mein Fuel auch nutzen kann. Weil im Moment nutze ich das Fuel ja wirklich nur zum Lenken und nicht um mal Boost hier zu geben. Ja, ist okay. Und flieg! Ja. Und jetzt können wir leider auch nicht mehr lenken, aber das ist egal. Glaube ich. Oh, sehr cool. Wir verbrauchen 10% weniger Fuel. Und ich glaube, oder ich kann es mir vorstellen, dass diese goldenen Sterne, der da, ne, füllt mich nicht auf. Ich hätte mir das durchaus vorstellen können, dass der das nochmal auffüllt. When you are stalled, you have given a chance to restart your engines. Okay. Okay. Erstmal den kaufen. Ich hätte das Federgewicht noch direkt hinterher kaufen können. Und Starstruck. Ach so, okay. Es wird wahrscheinlich nachher die Variante sein, wie man am weitesten kommt. Ich finde das aber interessant, dass es hier mal so ein Distanz-Zurücklegspiel ist, wo man wirklich einen Prozess hat. Man kommt ja immer weiter. Ich könnte ja, ohne was zu kaufen, könnte ich ja ewig weiterschmeißen. Also selbst wenn ich dann immer nur 20, 30 Meter weit komme. Oh. Was? Das muss ich mir später in der Aufnahme angucken. Was er da jetzt aufgeschrieben hat. Das habe ich nämlich nicht lesen können. Nee, möchte ich ja gar nicht. Trains now also giving you a boost. Das wäre cool.
Aber ich würde sagen, erst einmal werde ich jetzt wieder hiermit starten, mit den beiden. Und dann The Winds of Destiny. When your plane rocks up and down, means it being blown by the wind and could be either good or bad for you. Okay. Wir übergeben uns in die Hände des Windes. Woo! Starstruck! Kann man die Duration von, also die Dauer von, kann dem nicht auch irgendwie ein bisschen erhöhen? So, ups. Entschuldigt. Musst du kurz was leiser stellen, sonst habt ihr gleich wieder Windows Sound. So, Control ist definitiv auch ganz okay. Ups. Und Flieg. Flieg und Sieg! War das nicht aus Sailor Moon so? Nee, das war. War das aus Chan? Oh, ich weiß es nicht. Das war, glaube ich, aus einem Anime auf jeden Fall. Entweder Jun oder Sailor Moon. Bin mir nicht sicher. Perfekt. Und nochmal. Nein, nein, nein. Ach, Dreck. Gut. Für 320 kriegen wir nichts. Oh, nix, mich hart. Dann müssen wir mal ordentlich weiterfliegen. Weiter. Da oben habe ich doch was gesehen. Schade. Kein mitbekommen. Ja, das war's. Hold space to activate your better engine. Okay. Warning, last one. Okay, Rainbow Stars. Once you can turn all stars into Rainbow Stars for 10 seconds. Okay. Oder ein besseres Modell. Darauf könnten wir auch sparen. Ich glaube, ich spare lieber mal auf das, das bessere Flugzeug. Ups. Da waren zwei goldene Sterne. Ich hätte vielleicht sogar alle drei mitnehmen können. Und ich nehme nicht einen mit. So ein Scheiß. Ja, next. Und da haben wir es. Better Mod. Mit Propeller. Und einmal hoch. Oh, 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 oh. Vor allem, wohin hat sie den denn geschmissen? Wenn ich vorher in London war und jetzt in Paris, dann muss sie den ja nach Süden geschmissen haben. Wie soll ich denn dann an den Nordpol kommen? Dann müsste ich ja einmal die Erde umkreisen. Einmal da hoch. Ich bin ja kein Erdkunde-Genie, das wissen zumindest die Plagging-Zuschauer von mir. Aber
Ich weiß doch, dass Frankreich definitiv südlich von England liegt. Da frage ich jetzt nicht oder. Also, da bin ich mir zu 100% sicher. So. Das gab jetzt gute Punkte. Muss man ja sagen. Ah, okay. Das ist direkt ausgemaxt. Füllen die jetzt meinen Boost wieder auf? Das ist meine Frage. Habe ich das falsch verstanden? Okay, irgendwas hat er mit mir gemacht, dass ich den Stern auf jeden Fall nicht mehr bekomme. Ah, nee. Der ist jetzt genauso wie der goldene Stern, nur dass er mir halt auch noch den Bonus gibt. Ich sollte vielleicht mal in besseren Sprit investieren. Was ist denn gerade billig? 430, 360, 400 und 360. Ich könnte das hier. Ach, nee, komm. Wir nehmen das Ding und gut ist. Hä, was war das denn jetzt? Ups. Und weiter geht's. Der Brief von der kleinen Sandy muss beim Weihnachtsmann ankommen. Starstruck! Wumps! Gelandet. Nicht ganz so geil gewesen, die Runde. Aber ich wollte gerade sagen, dann bin ich nämlich da direkt ausgemaxt. Und der Start war jetzt ziemlich gut. Der Start war jetzt sogar sehr, sehr gut. So. Warning, go faster. Okay. Machen wir. Holen wir uns den Kranich. Holen wir uns den nächsten Kranich. Holen wir uns den nächsten Kranich. Holen wir uns noch einen Kranich. Ups. Holen wir uns den nächsten. Holen wir da noch. Und jetzt ist es sowieso dem Zufall überlassen. Puh. Sehr schön. Das dürfte reichen. 3 Meter. 3 Meter. Okay. Geil. Wir können. Nein, nee, der hier hat 300 gekostet. Das hier. Das hier. Ich denke mal, die 3 Meter schaffen wir. Und ich glaube, der Booster wird am Ende sogar relativ uninteressant werden. Außer das Lenken kostet irgendwann mal gar keinen Sprit mehr. Dann wird der Booster wieder interessanter, aber ich glaube, so wie es jetzt gerade ist, ist für mich das Lenken wichtiger als der Boost. Man möchte halt nicht direkt runterfliegen.
Flieg weiter! Flieg! Da ist noch ein Stern. Aber den kriege ich nicht. Und den kriege ich auch nicht. Doch, den kriege ich noch. Der Wind hat mich da reingedrückt. Ach, jetzt ist mein View-Pad angegangen. 25 Jahre Sonic. Ihr kriegt gerade im eShop, im Nintendo eShop kriegt ihr 60% günstiger alle Sonic-Produkte. Das ist doch mal was. Level up! Cool. Bonk. Das Kamel geht durch. Was? Sie enden. Also wir reisen weiter zum Südpol. Was auch immer wir da wollen. Weil der Weihnachtsmann wohnt am Nordpol. Und der ist im Norden, nicht im Süden. Wie der Name Nordpol ja auch schon sagt. Ist jetzt nicht so, dass das total überraschend käme. Schade. Den habe ich nicht bekommen. Ja, ich weiß. Hier schon. Ich mach schon schneller. Und. Alter. Ah, da war wieder Wind. Oh, zwei Vögelchen. Und weiter. Und weiter. Immer weiter. Das Ende ist nah. Das hätten sie als letztes machen müssen. Die Ende sind hier. Oh, 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 oh. Das gibt nochmal guten Boost nach vorne. Und leider stehen hier nicht mehr so viele Windräder, habe ich das Gefühl. Okay. Ich wüsste ja gerne, was das hier ist. Ich denke mal, drei Runden können wir verkraften. Ich hoffe, dass wir jetzt auch immer so gut sind, dass das wirklich nur drei Runden sind. Dass wir mal nichts kaufen. Ich möchte unbedingt wissen, was das ist. Dann kommt Center euch entgegen. Ach shit, dran vorbeigeflogen. Ich finde so Weihnachtsgeschichten, wenn die in so einem Flash-Game sind, finde ich die immer relativ süß gemacht. Auch mit diesem, nicht minimalistisch, sondern, so nicht unbedingt perfekten Zeichens. Die finde ich die genau passend eigentlich. So, das sind 700, also vielleicht muss ich dann, ja, Rainbow Stars. Die geben dann wahrscheinlich mehr Kohle. Ja, also ich finde, das passt halt super. Also so der Zeichenstil, wie er jetzt ist, ist wirklich super gewählt. Und weiter. Ich wäre schon angepisst, wenn da jetzt irgendwie nur Happy Christmas oder sowas stehen würde. Ich meine, klar, es steht extra drauf, das kann was Sinnvolles sein, kann aber auch absoluter Bullshit sein.
Mit anderen Worten, ich kaufe die Katze im Sack. Weiter, weiter und hoch. Und weiter. Was mich mal interessieren würde, wenn es schon, wenn wir jetzt hier schon über Wunschzettel zum Weihnachtsmann schicken reden, beziehungsweise das Spiel dazu spielen, was steht denn bei euch auf dem Wunschzettel drauf? Schreibt ihr Wunschzettel? Also ich habe ewig lange habe ich Wunschzettel noch geschrieben. Und ich war da eigentlich immer relativ bescheiden, muss ich ehrlich sagen. Gut, ein Jahr, da war ich nicht bescheiden. Habe ich auch nicht das bekommen, was ich wollte. Aber was wünscht man sich heutzutage? Also heute, wenn ich heute als Erwachsener noch einen Wunschzettel schreibe, was ja nicht geht, weil der Weihnachtsmann hat ja nur das, was Kinder auf die Wunschzettel schreiben. Wenn ich heute noch mal was wünschen könnte, ich wüsste nicht, was ich mir wünschen sollte. Ich wüsste es ehrlich nicht. Im Grunde habe ich sogar alles, was ich wirklich brauche. Meine Freundin, meine Freunde, die sind alle hier, denen geht's allen gut. Ich komme über die Runden. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt passiert. Ist überhaupt was passiert? Ich glaube nicht. Deswegen, also an und für sich. Ich wüsste nicht, was ich mir heute wünschen würde. Ich wüsste nicht, was ich mir wünschen sollte. Es gibt Sachen, die natürlich irgendwo interessant wären. Das heißt, ich ein neues Auto, aber ganz ehrlich, ich habe ein Auto, was fährt, was über den TÜV gekommen ist. Zum Glück. Das heißt, ich muss erst 2018 wieder hin. Und dementsprechend, was ist das denn jetzt? Ah, Moment. Das war ein anderes Spiel, glaube ich, von denen. Ich glaube, das war ein anderes Spiel mit dem Igel. War das, glaube ich, von denen. Na gut. Ja gut, das wird der hier gewesen sein. Und dementsprechend, es spricht halt gegen alles irgendwo was. Was weiß ich? Ich hätte gern ein neues Buch. Aber meistens kaufe ich mir die sowieso selber, weil kein Schwein weiß, was ich lese. Meine Freundin, die findet meine Bücher kacke und der D liest ja auch nur Fachbücher, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, dass der nur Fachbücher liest. Und dementsprechend. Nein.
ich wüsste nicht, was ich mir heute wünschen würde, wenn ich, wenn ich nochmal einen Brief an den Weihnachtsmann schreiben würde. Und ich möchte jetzt nicht hier sowas wie Miss Germany-Wahl machen, von wegen Weltfrieden oder sowas. Das ist Blödsinn. Das ist Blödsinn. Das wird es nie geben, solange der Mensch auf der Erde umherwandelt. Das ist nun mal einfach so. Also wir Menschen sind nicht dafür ausgelegt. Das ist das Learn to Fly, der Pinguin. Wir sind nicht darauf ausgelegt, miteinander zu leben. Hm. Ist das Afrika? Keine Ahnung, ob das Afrika ist oder nicht. Ja. Vielleicht Kenia. Da waren meine Eltern auf Hochzeitsreise, glaube ich. Ich glaube, auf der zweiten Hochzeitsreise. Ja, meine Eltern sind zweimal verheiratet. Beziehungsweise waren zweimal verheiratet. Meine Eltern sind geschieden. So wie, ich glaube, irgendwie zwei Drittel der Generation von unseren Eltern. Ich habe da mal eine Zahl gesehen, dass da ganz, ganz viele, fast 66% von der Generation geschieden sind. Was ich mega hart finde. Ich meine, klar, man muss überlegen, 20 Jahre lang, beziehungsweise meine Eltern sogar 25 Jahre lang, das gleiche Gesicht, jeden Tag sieht man sich, kann einem auf den Geist gehen. Aber ich sag mal, nee. Ich suche mir doch einen Menschen aus, den ich trotzdem so lange ausstehen kann. Keine Ahnung. Oh. Jawohl, und wieder der Igel. Der Igel ist super. Ich wüsste, was ich mir wünschen würde. Ich würde mir Ohrenstöpsel für meine Freundin wünschen. das heißt, wenn ich bei ihr schlafe, kriegt sie dann die Ohrenstöpsel, dass ich nicht mehr mit einer dicken Beule am Kopf aufwache. Weil sie haut mich immer, wenn ich schnarche. Ich muss aber ganz extrem schnarchen, hat sie gesagt. Und dann werde ich geschlagen. Nee. Also, ich bin vielleicht nicht wunschlos glücklich, aber ich bin schon ziemlich zufrieden mit dem, was ich habe. Das ist schon alles in Ordnung, so. Könnte immer alles besser sein. Ich könnte Multimilliardär werden, aber dann wäre mir, glaube ich, ziemlich langweilig. Ich glaube, dann wäre mir echt langweilig. Weil was machen Multimilliardäre eigentlich den ganzen Tag? Also ich glaube, wenn heute jemand kommen würde und sagen würde, hey, du kriegst eine Milliarde Euro von mir, mach mal was, worauf du Bock hast. Das wird sich, glaube ich, nicht mal viel ändern. Ich meine, ich würde in eine andere Wohnung einziehen, also ich würde mich ein bisschen vergrößern von der Wohnung her, aber auch nur so 3-4 Zimmer oder so. Dann will ich mit meiner Freundin halt zusammenziehen. Dann wird der D auf jeden Fall was bekommen.
Also das hat er mir mal gesagt, wenn er Lotto spielt und mal gewinnt, dann kriege ich was ab. Ich nehme dich dabei im Wort. Ich müsste das eigentlich mal aufnehmen. Nee, und der D wird was abkriegen. Dann, weiß ich nicht. Ich würde... was ist das denn? Ach, das ist... ja, ja, ja. Doch, das, den kenne ich auch. Das sind alles so die Distanz-Zurücklegspiele. Die sie da durchgehen. Ja, es ist schön gemacht. Keine Ahnung. Aber irgendwie mit einer Milliarde? Ich wüsste es nicht. Also, ich sag mal so, ich glaube, ich komme bei meinen ganzen Wünschen, komme ich vielleicht so auf, wenn ich alles erfülle, also wenn ich mir wirklich alles erfüllen würde und überall das tun würde, was ich wollte, würde ich nicht mal auf 10 Millionen Euro kommen. Also ich wüsste nicht mal, wie ich 10 Millionen Euro ausgeben würde. Ich könnte keinen Lottogewinn ausgeben, also keinen hohen Lottogewinn. Könnte ich nicht ausgeben, wüsste ich nicht wofür. Wüsste ich nicht wofür. Ich würde einiges anlegen, dass ich auf jeden Fall immer abgesichert bin, dass ich nachher meinen Kindern was vererben könnte, dass ich sagen könnte, hey, hier, ihr habt hier, also ich würde zwar wahrscheinlich in Betongold anlegen, hey, ich habe hier auf jeden Fall genug, dass ihr eine gesicherte Zukunft habt, ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr könnt studieren gehen, ihr könnt eine Ausbildung machen, zu was auch immer ihr wollt. Es gibt Ausbildungen, die sind einfach nur möglich, wenn da jemand hinter euch steht. Beispiel Erzieherausbildung. Muss ich echt sagen, also die Erzieherausbildung, da muss jemand hinter euch stehen. Seien es eure Eltern oder halt der Staat. Aber das ist eine Ausbildung, die wird eigentlich irre wichtig. Und die ist einfach so schwierig alleine zu machen, dass ich da echt sage, wenn meine Kinder das machen wollen, was durchaus möglich ist, weil ihre Mutter dann ja wahrscheinlich Erzieherin werden möchte oder Erzieherin ist. Meine Freundin ist ja staatlich anerkannte Erzieherin. Nee, staatlich geprüfte Erzieherin. Und jetzt macht es Anerkennungsjahr und dann ist sie staatlich anerkannte Erzieherin. Genau. Das würde ich dann meinen Kindern ermöglichen. Aber so wirklich, dass ich dann sage, boah, das und das und das musst du alles haben. Also ich würde mir, was weiß ich, keinen dicken BMW kaufen oder sowas. Ich würde auch nicht sagen, komm, ich kaufe mir jetzt ein Hochhaus in Frankfurt oder sowas. Weiß ich nicht. Also, keine Ahnung. Was würde man mit so viel Geld machen? Also, wenn ich unendlich viel Geld hätte, ich würde, also ein Lotto gewinnen, da würde ich ganz, ganz viel von spenden. Noch dazu. Und ja, keine Ahnung. Das war's eigentlich. Ich würde einen Großteil spenden, eine Wohnung auf jeden Fall kaufen, wo ich mit meiner Freundin einziehen könnte. Die muss ja unbedingt 4 Kinder haben wollen und nicht nur 2, wie ich das eigentlich gerne hätte. Das heißt, die Wohnung müsste schon ein bisschen größer sein, weil dann wollte ich auch nicht mehr umziehen. Würde die schick machen, was auch der größte Batzen wäre, denke ich mal. Dann, keine Ahnung, wie gesagt, so 1, 2, 3 Häuser, also so mehr Parteienhäuser würde ich kaufen. Dann würde ich da einen Verwalter reinsetzen, das kann der D dann machen und dass ich da ein gesichertes Einkommen habe. Aber ich würde trotzdem genauso gut das weitermachen, was ich jetzt auch mache. Also ich würde niemals, auch als Lottogewinner, würde ich nie meinen Job hinschmeißen oder sowas. Also das wäre das Letzte, was ich machen würde. Genauso gut, dann
Ich würde auch jetzt nicht irgendwie nur noch in Shikimiki-Hotels fahren zum Reisen. Das wäre gar nicht meine Welt. Da käme ich ja gar nicht her. Also, klar, dann würde ich meine Freundin, die fliegt ja nicht. Haha, cool. Wir spielen Fliegerspiel und meine Freundin fliegt nicht. Nee, die hat ja panische Angst vorm Fliegen. Das heißt, dann würde ich der sagen, komm, wir setzen uns in, keine Ahnung, Wohnwagen oder sowas, mieten uns da einen oder kaufen einen, haben ja genug Kohle, und fahren einmal quer durch die ganze Welt. Wird dann ein Jahr Urlaub machen, was weiß ich. Irgendwie so ein Schwachsinn, während wir noch halt kinderlos sind. Aber das sind alles so Sachen, ja, die kosten alle ihr Geld, aber die kosten halt alle keine Millionen von Euro. Also so eine Weltrundfahrt. Oh, cool, das hat sogar noch gezählt. So eine Weltrundfahrt, die hat halt. Was wird die kosten? Und mit allem drum und dran wirst du da schon auf deine paar 10.000 Euro kommen, aber ich sag mal, jetzt nicht so ultra hoch. Haha, das ist also der letzte. Naja, aber was denn noch? Ich würde mir auch kein neues Auto kaufen, wofür? Also für mich ist ein Auto ein Gebrauchsgegenstand. Ich habe Arbeitskollegen gehabt, die haben das anders gesehen. Für die war ein Auto ein Symbol für ich habe das erreicht. Für mich ist das vollkommen egal. Weil wirklich, das Ding muss fahren, das muss mich von A nach B bringen. Und das Einzige, was ich nachrüsten würde, wäre eine Standheizung. Das würde ich nachrüsten bei meinem Auto. Dass ich die so einstellen kann, ich weiß, das hat mir mein Vater mal erzählt, dass es das gibt, so eine Heizung, die kann man einprogrammieren, dann nimmt das Auto die Zeit, also die Uhrzeit, und dann heizt das Auto vor. Das heißt, ihr könnt das so einstellen, dass das, was weiß ich, eine halbe Stunde vorher, bevor ihr aufsteht, auch oder das Auto braucht, dass das dann, dass das die Heizung warm läuft. Und die Scheiben dann im Winter halt nicht mehr gefroren sind. Das wäre das Einzige, was ich bei meinem Auto nachrüsten würde. Weil das geht mir tierisch auf den Sack im Winter, jetzt gerade vor allem. Das Kratzen und das ist dann so arschkalt ist, weil ich bin echt kälteempfindlich. Aber sonst würde ich da nichts ändern. Wofür? Also wofür den ganzen Mist? Ich meine, klar, es gibt schöne Autos, klar, so, also ich habe da schon geile Autos gesehen, beim Kollegen habe ich da gesehen, der hat 5 oder 6 Autos gehabt, das war wirklich so ein Autobekloppter, der hat alles Geld, was der bekommen hat, der hat noch bei seiner Mutti gewohnt, mit irgendwie 35, ich sag mal nichts dazu, hat er 5 oder 6 Autos gehabt und hat da dran halt rumgeschraubt, hat mit einem anderen Kumpel so Airbrush drauf gemacht. Und die sahen schon geil aus, aber das wäre für mich halt wofür? Also willst du mit dem Auto sowieso nur von A nach B kommen? Also was soll's? Genauso gut würde ich auch nicht irgendwie anfangen, dann in diese piekfeinen Restaurants nur noch zu gehen. Sondern würde halt wirklich sagen, ich bleibe bei meinem Standard-Italiener. Da weiß ich, dass es schmeckt. Und ich glaube, dann wäre ich trotzdem immer noch zu knauserig, so viel Geld auszugeben. Ja, muss man sich mal vorstellen, manche von solchen Gerichten kosten halt einen Haufen Moos. Wo sind wir denn jetzt? Hä? Wie bin ich denn nach Japan gekommen?
bei Yamato. Wie bin ich jetzt nach Japan gekommen? Das muss man mir erklären. Und sorry, ich weiß, das Gameplay ist wieder viel zu lang, aber ich möchte es in einem Part durchmachen und ich möchte halt das Ende zeigen. Also wer bis hierhin dran geblieben ist und mein Gequatsche aushält, da danke ich jetzt schon mal dafür. Aber ich möchte halt das Ende zeigen. So. Ich finde das im Übrigen schön, dass ich hier Sterne einsammle. Vor allem, stimmt, ich habe das mit den Regenbogensternen gar nicht gemacht. Wie weit muss ich jetzt hier eigentlich? Irgendwie 5000 Meter oder was? Oder 6000? Und wie weit ist es von Japan aus nach... Jetzt wollte ich gerade sagen Tokio. Von Japan aus nach... zum Nordpol. Vor allem, wie bin ich nach Japan gekommen? Das verstehe ich immer noch nicht. Ich glaube kaum, dass von... was weiß ich, Kenia... Gehen wir mal von Kenia aus, nach Japan 4000 Kilometer sind, oder 4400, was es da gewesen ist. Wobei, wie gesagt, Erdkunde, Legastheniker, kann durchaus sein, dass es doch ist, aber ich glaube, der Äquator ist doch irgendwie 44.000 Kilometer. Und... Oder der Erdumfang? Weil der Äquator ist ja nochmal ein bisschen... Try to avoid the jet stream by either flying over or under. Okay. Sehr schön. Und einmal runter. Unter den Jetstream. Weiß ich nicht, aber ich glaube doch. Ich glaube mal, ich meine 44.000 Kilometer müsste der Äquator sein. Dann von da nach da kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das ist ja nah, weil das ist ja fast die halbe Welt, die dazwischen liegt. Deswegen, also, wenn ihr ja so die Karte habt, dann ist ja Afrika ist ja. Unten, also unterhalb von Europa, also so in der Mitte der Karte meistens. Und Japan ist ganz rechts im Osten, am Rand. Das ist ja schon fast wieder Amerika. Also ist sogar relativ dicht an dem Amerika dran, glaube ich sogar. Mich daran erinnern zu können. Big Money, okay. Wahrscheinlich ab 3000. 5700. So, das. Das. Und dann. Start the Rainbow. Okay. Wir starten den Regenbogen. What the. Ah, okay, die machen einen dann schneller. Alle Sterne, die ich dann aufsammle. Cool. Und, nee, aber wie gesagt, ich bin so ein Erdkunde-Legastheniker. Kann ich absolut nicht. Hab mich nie interessiert. Hab mich wirklich nie interessiert. Was nicht an meinen Erdkundelehrern lag. Ich frage mich, wie es mal, dem Sauerland geht. Also einer meiner Erdkundelehrer hieß Sauerland und ich weiß, dass der damals, da waren wir, glaube ich, in der 8., 9. Klasse, da waren wir in England mit dem. Kurze Zeit später, ich glaube ein Jahr später oder so, also ungefähr als ich in der 9., 10. oder so war,
Da hat der Krebs bekommen, das weiß ich noch. Und der ist nicht wiedergekommen, bis ich aus der Schule raus war. Ich weiß, dass der damals schon schlecht ausgesehen hat. Aber mit sowas rechnet ja kein Mensch. Wie es dem wohl geht? Genauso gut, wie es meinem ersten Erdkundelehrer geht. Ulrich Litze. Ja, das war mein Erdkunde-, Physik- und Informatiklehrer. Der hat alles mit seiner Oma erklärt. Alles. Vor allem ist sein Opa auch irgendwie 5000 Mal in seinen Geschichten gestorben. Ich weiß auch nicht. Irgendwie mochte er seinen Opa, glaube ich, nicht. Das war so super. Ich mochte den Lehrer echt. Also nicht irgendwie böswillig, sondern also böswillig gestorben, sondern irgendwie so, er hat uns dann versucht zu erklären, wie so ein Blitzableiter funktioniert, und dann ist sein Opa beim Holz, dann ist er im Gewitter Holzhacken gegangen, hat so eine große Tanne gefällt, und dann ist der Blitz in die Tanne eingeschlagen und durch die Axt in den armen Opa rein. Wir haben uns kaputt gelacht, als er das erzählt hat, weil wir alle wussten, dass das wieder seine 5000. Geschichte ist, wie sein Opa gestorben ist. Wir wissen heute noch nicht, ob sein Opa überhaupt gestorben ist, aber ich nehme es einfach mal an, weil der Litze war selber schon grau. Nehme ich mal an, dass der schon tot war. Und es kann auch einfach sein, dass das so eine total langweilige, was heißt langweilige Geschichte, aber so eine total normale Geschichte gewesen ist. Heutzutage stirbst du halt nur noch an Krebs, an Herzinfarkt oder Schlaganfall. Oder einer Blutvergiftung. Blutvergiftungen sind, glaube ich, in deutschen Krankenhäusern immer noch Todesursache Nummer 1. Soweit ich das weiß. Man kann natürlich auch durch einen Unfall oder durch einen Mord sterben, aber das ist, ich glaube, in Deutschland eher seltener der Fall. Ich möchte mit dem Rainbow sogar noch ein bisschen warten. Weil ich jetzt eigentlich relativ safe spielen möchte. So, weiter. Aber der Litze war damals cool. Das war ein cooler Lehrer. Muss man echt sagen. Ich mochte den. Und dann am Ende... Wen hatte ich denn als letzten Erdkundelehrer? Ich glaube, ich hatte nur die beiden. Weil ich habe Erdkunde damals dann abgewählt. Als ich es konnte, habe ich es dann abgewählt. Da habe ich eher so andere Fächer bevorzugt. Aber Erdkunde ist so ein Fach, das braucht meiner Meinung nach kein Mensch, ey. Dafür gibt's einen Atlas. Wer mir jetzt sagt, ja, den Atlas, den muss aber auch jemand gemacht haben. Ja, das war der Atlas. Also, das war so eins der Fächer, wo ich gesagt habe, die braucht kein Mensch. Also die braucht wirklich kein Mensch. Und das ist absoluter, Nonsens. Und der Pingo. Jetzt kann ich mich outen, als auch Bio war nicht so mein Fach. Aber waren Pinguine am Nordpol oder am Südpol? Ich weiß, dass die im Gegensatz zu Eisbären immer auf der anderen Seite der Kugel gelebt haben. Deswegen bin ich mir da jetzt nicht ganz sicher. Okay. Wir machen das jetzt schnell, würde ich einmal sagen. Denn wir brauchen nur ein paar hundert Meter. Und die kriegen wir locker hin. So,
einmal das machen. Weil dann komme ich auch auf jeden Fall noch unter die eine Stunde. Jetstream Warning. Supersonic. Jetstream. Starstruck. Und Crane Bonus. Und nochmal Jetstream. Mich würde es echt mal interessieren, was aus meinen ganzen Lehrern geworden ist. Ich weiß, dass das bei uns unser Kunstlehrer in eine Klapse gewandert ist. Unsere Rallye. Oh, stimmt, die eine Kunstlehrerin ist auch in eine Klapse gegangen nach uns. Und die Rallye-Lehrerin, die haben sie zwangs eingewiesen, das weiß ich noch. Als sie sich auf dem Klo verschanzt hat. Alter, das war schlimm. Da war ich, aber an dem Tag war ich nicht da. Und ich war auch nie derjenige, der dafür verantwortlich war. Wobei ich unsere Kunstlehrerin auch nicht leiden konnte. Wobei, die war eigentlich ziemlich cool. Die hat mir immerhin eine 2 gegeben, oder so. Ein Kunstgenie hat sie nur eine 4 oder so gegeben gehabt. So, Ende! Bei Yamato. Und was ist jetzt mit... Das fand ich ein Scheißende. Das fand ich jetzt ein Scheißende. Natürlich ein Ausdruck, aber der war jetzt scheiße, das Ende. Okay. Gut, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Sorry, dass es so lange geworden ist, aber ich wollte das Ding unbedingt durchzocken, weil ich eigentlich sehen wollte, wie die Sandy mit ihrer Mama vereint wird. Aber offensichtlich wird das hier im Spiel nicht gemacht. Traurig. Na gut. Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.